Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sofian. Ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Ich habe für euch heute wieder einiges vorbereitet und ich würde einfach mal sagen, wir schauen gemeinsam rein. MMA. Natürlich, Magomed an dieser Stelle riskiert natürlich definitiv den Titel des Number One Prospect, ne? Es ist einfach einzig und allein Magomed, aber natürlich, wenn Momo gewinnen sollte, ist er der Number One Prospect. Come on, Magomed. Spüre die Macht im Ring. Los geht's, Runde 1. Okay, sportlich sind sie dabei. Okay. Low Kick. Bin ich Intensität dahinter? Mit Kicks, Low Kicks für den Oberschenkel. Er droht den Takedown an. Ah, die machen MMA, ne? High Kick. Oh, fällt runter. Okay, Magomed zum Takedown. Der Benefit von dem Fight ist, dass wir 3x2 Minuten machen. Will den Rücken, schafft es aber nicht. Side Mount von Magomed. Für. Oh, das MMA. Nice, davon noch nach oben gepusht, muss man sagen. Schöner Kick von Magomed an dieser Stelle. 5x5. Also ich weiß nicht, macht Momo überhaupt MMA? Aber das war schön, ne? Wer sich nach oben gepusht hat, ist auch die einzige Art und Weise oder die effektivste Art und Weise, wie du relativ schnell nach oben kommst. 3x2. Okay, beide setzen zum Low-Kick an. Ich glaube, da Tiefschlag von Magomed. Okay. Ist natürlich. Der will einfach, Junge. Der wird einfach wieder auf den drauf gehen. Was ist denn los mit dem? Weniger anstrengend für uns. Hat er dem in. Warte mal, der hat ihn nicht mal in die Eier getroffen, sondern in seinen Poppes. Junge, what the fuck? Der hat ihn überall getroffen. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was für ein Fehltreffer das war, ob das ein Tiefschlag war oder nicht. Man muss das schon sagen, wenn man natürlich die Stühle sieht, ne, mal ganz kurz, ist natürlich schon relativ leer, ne, muss man sagen, definitiv. Natürlich der Hauptkampf, der relevanteste Kampf, der Kampf mit denen, die überhaupt das Ding überhaupt promotet haben, Barello vs. Kid Ibo, stimmt einfach nicht statt. Auch eine Nebeninformation, Barello hat die ganze Zeit angeteasert, dass er dahin geht, dass er nach Berlin geht, ist aber nicht gekommen, ne? Was ich auch sehr merkwürdig finde. Aber ich habe so Clips gesehen, ich glaube gegen Ende der Nacht war es definitiv, ich glaube komplett voll, aber weiß ich nicht ganz genau. Gibt es offensichtlich irgendwelche Beschwerden bei Momo? So, Momo klatscht wieder ab, sportlich, okay. Schauen wir weiter. Low Kick, schön geblockt. Takedown! Boah, sehr, sehr das, gut, war ein Geld. Das war mal ein schöner Takedown. Ja. Das war mal ein schöner, schöne Defense. Oh, Full Mount von Magomed. Sehr stark von Magomed. Sich die Position oben gesichert. Oh, schöner Ground und Pound. Yalla, Magomed. Ist im Rücken. Rear Naked Choke droht. Jetzt kommt das Handbattle. Mal schauen, wie gut sich Momo verteidigen kann. Einzig und allein, was er eigentlich machen muss, ist theoretisch gesehen erstens die Hände kontrollieren, aber zweitens auch immer die Hand hier haben. Und dann hat er schon teilweise. Ja. Er muss den Griff lösen. Er muss den Griff lösen. Schön gemacht von Momo. Also er hat Basic Wissen von MMA, das muss man ihm lassen. Schnelle Drehung, Momo, schnelle Drehung. Versuch dich schnell zu drehen. Du kriegst so die Full Mount Position. Ist jetzt schwerer gesagt als ne, gemacht, aber trotz allem. Der muss irgendwie stattfinden. Entweder. Eine aus der Aktion. Gut, die Glocke rettet. Schön von Momo, muss man sagen. Aber da ist jetzt die Aktion des Fightes, war es, den Takedown zu defenden und teilweise die Full Mount Position zu ergattern. Das war stark von Magomed. Und genau deswegen ist er der Number One Prospect of the UFC. So, weiter geht's. Magomed. Diese Takedowns sind leider zu offensichtlich, ne?
Also teilweise mit Kombinationen muss man die, ne, bei einem Takedown, egal wie schnell du den schießt, egal wie tief der ist, ne, wenn der Gegner den voraussieht oder der zu offensichtlich ist, schaffen eigentlich jeder, der ne, die gutes Wrestling haben oder generelles gutes Verständnis von Takedown-Defense, die verteidigen den. Ne? Die schärfste Waffe bei einem Takedown ist das Unerwartete. Ne? Außer du bist halt wirklich ein unglaublich begnadeter Wrestler, wie zum Beispiel Usman oder Khabib Nurmagomedov. Ne? Das sind diese Ausnahmen, das ist die Elite der Elite. Aber generell, die schärfste Waffe bei einem Takedown ist, dass man nicht mit dem rechnet. Er ist gut, Magomed verteidigt das gut. Oh, schön reserved. Aber das ist auch ein Kräfteunterschied da. Meine Güte, was geben dir den Magomed da zu essen? Side Mount. Natürlich kann ich hier den Crucifix vielleicht ansetzen. Wäre auch eine Jetzt um schöne auf den Boden, Technik. da probiert Und man wieder sich der auch mit Boden. Und wieder der Rücken. Oh, Rear Naked Full Mount. Choke Das oder meine ich mit der Drehung. Jetzt Full Mount von mit Momo. Rückblick zu arbeiten. Also nicht ganz. Muss die Knie passieren. Ich hätte den Kampf tatsächlich vorher als einen Stand-up-Fight Mount eingeschätzt. jetzt. Hätte ich nicht damit gerechnet, ja. Dachte erst, die würden sich kloppen. Oh, das ist pure Ich Kraft, was die nicht. Magomed versucht. Aber wenig Technik, muss man sagen. Sehr, sehr wenig Technik. Oh, das ist aber. Also ich muss sagen. Für jemanden, der MMA macht, ist das schon sehr, sehr, sehr rudimental. Ne? Also per pure Kraft jemanden zu drehen. Das ist halt nicht, das machst du halt einfach nicht, weil es einfach zu viel Kraft braucht. Sieht immer so einfach Aber es aus, wenn man das funktioniert. Grappling lässt, aber Das muss man sehr, ihm sehr lassen. effizient. Also die Jungs, die Also, ballern da richtig schon sehr rein. mächtig, das, was hier Ja, Magomed und macht. wir haben noch mal eine Runde Klammert gedreht. sich hier an Magomed. Dementsprechend. So. Schöne Ellbogenarbeit. Bin gerade ein bisschen überrascht, den Ellenbogen erlaubt. Da hat er gerade versucht, irgendwie in den Ellenbogen Richtung zu gehen. Ich meinte, wir kämpfen hier B-Klasse-Regeln. Keine Ellenbogen, kein Knie. Schön, Ground for Pound. 30 Sekunden. Oh, jetzt hat er komplett Ist aufgegeben. schwierig. Ja, jetzt muss er ihn nur Kann noch man jetzt flatt hier machen. zurechtgehen? Genau, mach ihn platt. Einprügeln. Eich. Jee, komm, Zeit mach auf das Ding zu einen. Ende. Aber Ref geht dazwischen. Gut. Kampf ist vorbei. Gut. Atlantics, the number one English-Deutsch Fighter in the world. Schauen wir rein. Großen MMA-Handschuhen, 8 Unzen. Oh, okay. 8 Unzen kämpfen die. Also anstatt 4 Unzen, was normal in MMA ist. Eine Ach Ausrüstung so, ist also hier. zum Beispiel, die machen jetzt Boxen, aber in 8 Unzen. Ah, Ja, okay, zum Kampf sozusagen. austragen. Okay. Das ist wohl immer noch zu rutschig. Also eben Okay. putzen lassen, aber. Boden scheint rutschig zu sein. Nino, traditionelle Boxing-Stance. Ne? Und sagen wir mal, Atlantics doch mehr, viel offener, also MMA üblich. Ja, Offensichtlich. Bodenwischen muss sein, Digga. Mitten in der, so, gerade zwischen den Kämpfen. Was ist Ja, das denn Kämpfer kommt zu hier? rutschig. Das ist halt der Was ist Nachteil das bei so denn einer hier? Open-Air-Sache. Kann auch sein, dass hier regnet oder so. Heute war Also, das wir wollen Wetter ja schon nicht hier, gut, das ne? hat alles gepasst, hat gut. Dazu kommt ja noch, dass wir zeitlich super im Verzug sind. Ach ja, so Open Air. Auch sehr unüblich, ne? Das könnte daran liegen, dass die einfach keine Veranstalter gekriegt haben, die zugesagt haben, das Ganze auszutragen, wegen den letzteren Eskalationen und deswegen auf sowas zurückzuführen sind. Schon krass, ja. Schon krass. Hat es ja ganz gut geklappt. Das heißt, hätten wir den Zeitplan halten können, dann wäre das heute auch gar kein Thema gewesen. Also es scheint jetzt schon, das sind ja schon fast die Hauptkämpfe und es ist relativ leer, muss man sagen. Ja. Ich glaube, man unterschätzt das, was Barello auf den Tisch bringt, ne? Und überschätzt, was die anderen auf den Tisch bringen. Also die Promotion. Man weiß natürlich nicht, wie viele Leute am Ende auf den YouTube-Livestream, der auch natürlich kostenpflichtig war und andere, ne? Sagen wir, Payments. Ich denke, viele haben sich das einfach online reingezogen. Aber ich denke, mit Barello wäre das Ding hier viel, viel voller gewesen. Gucken wir mal. Also Jab. Okay. Hat aber geblockt. Oh, schöne 1-2. Geht's jetzt mal ordentlich nach vorne. Ah, Nino sieht aber stabil aus. Schöner Jab.
Aslantic sieht ein bisschen eingeschränkt aus, im Sinne von, dass er nicht sein vollstes Arsenal benutzen kann. Und vielleicht auch gerade unterschätzt hat die Boxing-Skills von Nino. Weil es sieht schon gut aus. Locker. Also Nino im Moment. Auf jeden Fall. Ui, von der Vorwurfsbewegung Nino. Legt schöne. Landet Bomben. Aslantics weiterhin beschwert sich über den Boden, dass er rutschig ist. Ui, er landet! Er landet! Er landet! Aslantics! Der Ref sieht das wohl anders. Also Aslantics rutscht weg, aber Nino nicht. Also gar nicht. Ui! Nino schlägt wirklich wilde Hooks, ja, aber da merkt man schon, da ist Dampf dahinter. Wer ins Risiko geht, der aktiver ist, mehr Aktion macht. Ja, ja. Nino in der Vorwärtsbewegung, muss man natürlich sagen, ist viel, viel komfortabler als eine Rückwärtsbewegung zu sein. Ui! Wieder versucht. Ja, okay, diesmal ist er aber wirklich weggerutscht, muss man wirklich sagen. Diesmal. Aber warum rutscht er die ganze Zeit weg? Also, was ist da los? Es könnte vielleicht das Schuhwerk sein. Ja, das mit dem Ring ist jetzt natürlich. Hat jemand die Handtuch geworfen? Was das mit dem Kampf? Was ist es denn hier? Weiter geht's. Und Nino wieder wilde Hooks. Jetzt wird es aber wieder technisch hier wirklich rudimental. Nino zwar ein bisschen Gegenwehr bekommen, aber es ist trotzdem Nino, der hier. Ey! Schön. Aslantics gegen Ende hin landet ja, nochmal eine 1-2-Kombination. Macht. Weiter geht's hier. Also erste Runde gebe ich Nino, das zu 100%. Dann wiederum. Langwitz. Schöne Feints auch von Nino, ne? Aber wieder immer die Hook, aber die landet auch, ne? Aslantics nicht in der Lage, das Ganze zu telegrafieren. Das ist für die Fighter natürlich auch ein Thema, ne? Wenn es jetzt hier super kalt wird. Du brauchst nicht diese Hä-Hä-Hä machen, Aslantics. Der Mann kämpft. Bitte kämpf, Bruder. Ui, schon wieder die rechte Hook. Boah, diesmal landet aber Aslantics den Uppercut. Durch, aber kam nicht an, konnte nicht platziert werden, aber. Was ist das aber auch für eine Schlagart, die hier Aslantics ansetzt? Er geht ja teilweise fast komplett mit dem Körper rein. Bis jetzt wirkt das ein bisschen unbeholfen. Ne? Ich denke, ich weiß nicht, ist Aslantics mehr ein Bodenkämpfer, mehr der sich auf Tritte konzentriert, weil sein Boxing sieht nicht gut aus. Please fight more, guys, please. 30 Sekunden haben wir noch in dieser Runde. Wieder landet Nino den Jab. Ei, schon wieder kriegt er sich die Rechte. Das Problem ist halt, die Aslantic-Schläge, die landen, aber die landen nicht mal im Bauchbereich, sondern fast schon im Rückenbereich, ne? Also an der Seite. So, er haut in die Luft. Bringt halt ziemlich wenig. Aber sieht schick aus. Versucht die Hook zu landen, landet aber nicht. Oi, Nino, jetzt mehr in der Vorwärtsbewegung, scheint mehr komfortabel im Ring zu sein, scheint sich mehr zu fühlen auch, einfach. Oi, die Rechte landet, oi, die hat dabei gespürt, den muss er gespürt haben. An Nino, so wie der Kampf. Oi, jetzt geht aber Nino in die Vorwärtsbewegung, jetzt landet aber eine Barrage-Anschläge, lässt die Aslantics kaum Luft zum Atmen. Jubelt auf Aslantics ein. Nino macht das ganz gut. Die meisten Hände gehen irgendwie durch den Kopf. Aber ich muss auch sagen, also fast 70% beider Schläge oder beider von Kämpfern den Schläge landen einfach in der Luft. Aber man hat schon gesehen, dass Nino gerade mit dem Jab sehr, sehr oft das Ziel getroffen hat. Und kommen auch durch. Weiter geht's hier. Wieder Jab. Aslantics rutscht weg. Aber wenn Aslantics wird jetzt sehr müde. Ja, Mund ist offen, schwere Atmung. Aslantics im Rückwärtsgang.
Schöner Hook. Die hat aber, glaube ich, gelandet. Schöner Uppercut. Immer wieder mit der Hand zum Kopf, immer wieder mit der Hand, die dann durchgeht. Das war ein Powerschlag, der gelandet hat. Aber natürlich, wenn du Kampfrichter bist, schaust du natürlich auch, dass du schaust, dass Aslantix gerade teilweise aus der Puste ist, in der Rückwärtsbewegung ist. Nicht die Kampfsequenzen startet, sondern mehr countert, aber nicht effektiv countert. Effektiv countert. Wieder eine Barrage. Landen aber auch. Die landen, da landen immer ein paar, zwei Stück oder so. Mit dem Brecheisen. Quasi. Atlantik dran, hat hier niemand gestellt. Am Zaun. Da landet fast gar nichts, jo. In solchen Momenten ist es halt einfach, ne, effektiv, meiner Meinung nach. Nicht teilweise, wenn du auch merkst, dass der Gegner sich gegen den Käfig hält, komplette Deckung hat, einen Schritt zurück zu machen und wirklich seine Shots zu picken, anstatt wild rumzuschlagen, weil ich habe das Gefühl, so ist es viel, viel effektiver. Fight zu Ende. Für mich, Nino hat gewonnen, 2-1. Ich gebe die dritte Runde an Atlantix, zweite Nino, erste Nino. Stark. Finde ich schön, dass sie das Ganze richtig entschieden haben, ne? Und den wahren Sieger dieses Kampfes gekürt haben, weil so sah ich das Ganze auch. Das hat definitiv Nino gewonnen. Aber trotz allem, gute Leistung von Aslantix. Zwar, es ist halt ein so großer Sprung von MMA zu Boxen. Ne? Da sind halt viele von deinen stärksten Waffen vielleicht auch gar nicht mehr so, ne? Kannst du einfach nicht mehr benutzen. Und vielleicht ist es auch für ihn eine gute Lehre zu realisieren, ey, mein Boxen ist doch nicht vielleicht so gut, wie ich gedacht habe. Ist verbesserungswürdig und ich arbeite daran in Zukunft. Das Positive daraus ziehen. Nächster Kampf. Almo vs. Kusik Twins. Schauen wir rein. Engel kommentiert. Übernehme ich das Ganze? Die beiden Pitch-Willige kann ich nicht leiden. Ja, jetzt haben wir Engels Gesicht als Co-Kommentator. Genau. Almo schüttet mir noch 20 Euro. Die Nortel hat mir meine 40 Euro geklaut. Ich hoffe, der verliert. Engels Gesicht, was sagst du? Wo siehst du den Kampf? Wer wird's machen? Also ich tippe auf diese Twins-Zwillinge, aber Almo ist besser. Beide schauen aus wie Hühnchen. Beide haben keine Muskeln. Aber sind hier unter 70 Kilo. Ich kommentiere, mache ich kurz einen Witz. Sehr, sehr leichtes Wal Gewicht. Und ein Fisch unter das Meer, sagt der Wal. 70 Kilo ist crazy. Oh mein Gott. Sagt der Fisch, keine das Ahnung. War ja gottlos, dieses 1-2 mit. Oh Junge, die Beinarbeit war ja wirklich, also geisteskrank. Schau euch das mal bitte an. Junge. Fisch, wo kann ich hier essen gehen? Sagt der Fisch, keine okay, Ahnung. Okay, wild, 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 wild. Na, scheint sich die Taktik Barrage anschlägen, den Gegner nicht atmen lassen und hoffen, dass er zu Boden geht. Ist ein Witz. Engels, so, was bringst du eigentlich gerade auf die Waage? Du musst ja nachher auch nochmal ran. Bruder, ich bin fast 60 Kilo. 60 Kilo? Aber alle stramm, ja. Gestern haben die bei mir Tests gemacht. So, Putin war da, Atombombe-Test, mein Körper. Also bis jetzt bewegt er sich gut. Weicht den, sagen wir mal, den harten Schlägen aus. Bald ist wieder weggeschleudert. Ja? Ich hab Sixpack, das ist nicht mehr normal. Kann er auch schlagen, dieser Twin? Dieser Ochs, kennst du, dieser Stier? Ja, ja, ja. Mit einer Faust runtergefallen. K.O. gegangen, wa? Er ist ein Zeug hier. Ui! Gau! Wow, flascher Treffer von ihm. Ich sage dir jetzt, Treffer. Komm, pass auf, Almo macht jetzt Ding Knockout. Wett mal. Almo macht, sagst du? Wieder ein Jab gelandet. 50 Euro, erste Runde, Almo macht Knockout. Ja oder nein, 50 Euro. 66 Kilo. Glaube ich nicht, dass die... Erste Runde bringt den Knockout. Wettest du 50 Euro, ja oder nein? Also sie... Ich glaube nicht, dass wir einen K.O. in der ersten Runde sehen, bei 60 Kilo. Die Zwillinge können ja nichts, weißt du, die können nur Fitner machen. Schon wieder Flasch getroffen! Das sind meine Kinder, Mann. Aber man muss sagen, die Taktik von dem Jungen funktioniert. 3 Flasche Treffer. Das sind meine Kinder, Mann, die machen mich alle nach. Schau, schau, schau. Wir sehen, dass die Kinder ambitioniert dran, aber hier. Sind vorhin irgendwie 72 Kilo Jungs gehabt, oder da hat's, Sassada, weißt du, du kannst jetzt... Almo wieder mit der Barrage, diesmal trifft er aber auf Flasch. Deckung hält nicht mehr so gut. Das auch kann? Ja, ja, die Besoffene. Na, ganze Zeit, weißt du, die hat nicht mal Geld in der Tasche. Was macht er da aber auch, Junge, schlag doch mal zurück, Junge, was ist denn los? Da muss der Kopf hoch und ist tatsächlich K.O., Alter. Ah, ist tatsächlich K.O. Jetzt muss ich irgendwo ein Geldautomat finden, weil ich Engels Gesicht ein Fuffi geben muss. Was hab ich gesagt? Was für eine Oberkacke? Ich kenn mich aus. Komm ich hier nach Berlin zum Ackern und verliere noch Geld, oder was? Ich wusste, weil die Zwillinge, sie können nicht. Ja,
Also die Taktik hatte eigentlich gut funktioniert anfangs, ne? Viel gute Deckung halten und dann Flush treffen. Aber wie gesagt, wenn du die ganze Zeit von dem Gegner gequetscht wirst, nach Vorwärtsbewegung und sowas, es ist klar, selbst wenn du die Deckung hältst, dass am irgendeinem gewissen Zeitpunkt, die Schläge spürst du ja trotzdem, das Gehirn wird ja trotzdem geschüttelt und irgendwann werden die Beine auch wackelig. Und das ist ihm einfach hier passiert. Sie können nicht. Nee, aber der ist aufgestanden. Mit den Nike-Dunks. Ja, ist gleich vorbei, zieht den Kunden hier. Also Almo, muss man sagen, also wenn jetzt jemand ein bisschen mehr Kraft hätte, der Almo wäre zu Boden gegangen, weil Almo hätte hier einfach null Deckung und wird hier mehrmals komplett flasch getroffen. Almo, jetzt Kopf hoch, Mensch! Jetzt ist K.O. Was ist das? Das ist doch traurig. Wobei. Das ist doch ein trauriges Bild, was du hier abgibst, Kosik Twins. Geh jetzt runter, du Gott, wer das überdenkt. Ja, geh raus aus dem Käfig. Komm, was haben wir noch auf der Uhr? 10, 12 Sekunden, was? Ja! Nein! Nein, Spaß beiseite. Ihr wisst ganz genau, wenn ich auf sowas kommentiere. Ich versuche es immer unterhaltsam zu machen. Respekt an die Twins, dass sie sich, oder an den Twin, dass er sich in den Ring getraut hat. Ist sein erster Kampf, ne? Ich weiß, dass Almo teilweise, so wie ich gehört habe, ein bisschen mehr Kampfsport-Erfahrung hat. Deswegen hat er Eier bewiesen, indem er in den Ring gegangen ist. Das muss man so sagen. Und deswegen, ne? Einfach nächstes Mal besser machen, besser vorbereiten, besser trainieren und dann wird's auch mit diesem Kampf. Weil er hatte auch ein paar Chancen, muss man wirklich sagen. Er hatte wirklich ein paar Chancen. So, kommen wir zu der letzten Fight für dieses Video und zwar Alufolie aka Big Bam Bigojulu versus Jam. Wir kennen Alu 18 Alufolie, ne? Der Nachfolger von 18 Karat, 18 Alufolie, gefürchtet in ganz Dortmund. Schauen wir rein, wie der Bruder performt hat. Boxen, ins klassische Boxen, wir kämpfen dreimal zur Runde. Oh, die geht sich ja richtig. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alufolie! Alufolie! Unkoordiniertes Prügeln. Das hat mit Boxsport nicht viel zu tun. Oh mein Gott! Wie gesagt, wir haben. Alufolie! Junge, wie sie sich draufgekloppt haben, geisteskrank. Ja, auch, Jo, wer schreit denn da, Junge? Wie gesagt, wir haben hier auch, Komm, Alufolie, gib dem! Der kann ein Profi. Oh! Alufolie! Der mächtigste Benny! Natürlich. Der mächtigste Benny! Nicht das Boxen als Sport zu machen, sondern, eine harte Hand zu landen. Ja, die Fäuste hört man in ganz Berlin, Junge, davon redet man in 100 Jahren noch. Komm, Alufolie, gib. Man schaut, Lücken sucht. Ja, das ist, sein wildes. Ja, aber das war ein Knockdown, oder? Bin ich dumm? Oder habe ich es falsch gesehen? Ich hätte schwören können, hat er gut gelandet. Ja, sein wildes nach vorne. Boah, diese Rechte von Alufolie ist eigentlich schon stabil. Es geht nur drum, man versucht nur harte Hände zu platzieren. Hey, da hat er aber versucht, die Dings zu landen. Die Backfist. Das ist verboten. Nur harte Hände zu platzieren, so. Die Köpfe. Hallo, ja, Backfist, Junge. Weggenickt. Um quasi. Das muss gestraft werden, mindestens einen Punkt Abzug. Das ist unkoordiniert, ne? Im Boxen, da kriegst du das hin, dass dein Kopf koordiniert funktioniert. Du hast deine Augen auf dem Ziel, ne? Und hast trotzdem Head-Movements, wo dann nicht arg viel passiert oder nicht arg viel passieren kann. Das ist hier nicht der Fall. Oh, Alufolie kassiert! Den Kopf weg. Alufolie! Hände hauen. Das ist passiert. Was ist das, Chiri? Zweimal Backfist, Chiri! Ey, was bist du für ein Chiri jetzt mal ohne Spaß? Guck mal. Ja, weiter, Junge. Du willst doch nicht, dass 18 Alufolie gewinnt. Gibt es jetzt irgendeine Unterbrechung? Warum weiß ich es selber nicht? Ja, jetzt wieder hier angezählt. 8 Count. Kommen wir zu dem Hauptfight von dieser Folge. Und zwar Abu Hamza versus Hamid Khan. Beide haben große Worte verloren. Haben sich gegenseitig versichert, dass sie den anderen ausnocken werden. Und ich bin einfach mal gespannt. Es ist wahrscheinlich der gewisse interessanteste Kampf von dieser ganzen Fight Night. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen gemeinsam rein. Let's go. Der Blick.
hässlichste Glatze in ganz Berlin, Junge. Boah, also Hamza doch viel massiger, als ich geglaubt habe, ne? Also wenn man das so sieht, doch schon, also hat richtige, sagen wir mal, das sind Muskeln, die du jahrelang durch Fitness dir erarbeitest. Ne, ist jetzt nicht, heißt nicht, dass man automatisch ein guter Kämpfer ist, im Gegensatz, aber heißt definitiv, dass man Power hat und dass der Körper einfach an sich Schläge ab kann, ne, und auch einfach Kraft generieren kann. Ey, was tritt der? Was ist mit los mit dem, mein Nayek? Ey, Rabbi, was trittst du? Bist du bescheuert geworden oder was? Wie hat der denn gejobbt, Junge? Okay, er ist beim ersten. Junge, Hamza wollte einfach MMA machen, auf den drauf gehen. Okay, jetzt erschieße ich auch die dritte. Ist, glaube ich, aus dem Gleichgewicht gekommen. Ist, glaube ich, kein richtiger Knock. Hey. Der war wirklich wie ein Undertaler. Guck mal bitte. Okay, kein Count, richtig vom Schiri gesehen. Hux. Ui. Also er weicht eigentlich in seiner wirklich wild aussehenden Bewegungen, weicht er eigentlich relativ vielen Schlägen von Hamza, von Hamid aus, trifft ihn, Hamid hält Deckung, hab gerade das Gefühl, ist ein bisschen überfordert, vielleicht auch, er hat auch sehr viel Kilos verloren, 22 Kilo innerhalb von, glaube ich, 2 Monaten oder sowas. Und man hat auch an seiner Körperstatur gemerkt, da war nicht viel, also viel weniger Muskulatur, als vielleicht der ein oder andere gemeint hatte. Und wenn du ja auch 80 Kilo Muskulatur gegen 80 Kilo Normalgewicht, kräftetechnisch ist da ein großer Unterschied. Und wieder hoch. Aber wild. Der rechte Ausleger. Oh, hat den getroffen. Er hat sie gedroppt! Du bist wahrscheinlich wirklich gedroppt! Ich glaub schon wieder nicht gedroppt! Also, aus dem Gleichgewicht wieder. Es sieht danach aus, als würde er einfach den Stand wieder verlieren. Also beim zweiten Mal. Aber er ist natürlich komplett seit einer Minute komplett in Rückwärtsbewegung, hat kaum Schläge gelandet. Hamza. Auch wenn er viel verfehlt, definitiv der mehr landet, auf jeden Fall. Aber es ist kein Count. Da darf man keinen Count nehmen. Nichts passiert. Ui. Ja, das macht er nicht. Nein, Hamid. Der hat die gegeben. Warte mal. Bruder, Hamid ist geflogen, Digga. Oh Gott. Na, hier hat er den getroffen. Hier hat er den richtig, richtig getroffen. Nein, das ist ein Knock. Das ist ein offizieller Knock von Hamza. Das ist ein offizieller Knock, weil er ist, bevor der Schlag landet, ist er in Position. Und ich sag ja, anscheinend kräftetechnisch ist ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen den beiden, also was Schlagkraft angeht. Weil er wird einfach von den Schlägen von Hamza teilweise, er findet das Gewicht. Ist jetzt nicht so, dass er Knock geht oder so, aber er findet das Gewicht. Und das ist offiziell im Boxsport ein Count. Ne? Das heißt, dass du offiziell runtergegangen bist. Jetzt müsste der Schiri ihn anzählen. Ja,
Nein, 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 jetzt muss er den anzählen. Das ist ein. Das ist, jetzt ist er offiziell. Was ist das für ein Schiri, ja? Was bist du für ein Ref, Junge? Ui, ui. Schön ausgewischt von Hamza. Er trifft ihn auch wieder und wieder. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist ja geisteskrank, wie oft der runterfällt. Aber er hat auch, guck mal, wisst ihr, warum ihm das passiert? Er hat super schlechte Beinarbeit. Ne? Also guck mal bitte, wo seine Füße sind. Guck mal, wie gedehnt seine Fußstellung ist. Er ist hinter dem Vorderbein von Hamza. Das ist im Boxsport passiert das nie. Deswegen rutscht er die ganze Zeit aus. Das ist seine verkackte Beinarbeit. Ja, mit, hier kann man wirklich sagen, mit Hamid wird Schlitten gefahren. Schisch, Junge. Weiter, komm. Jab von Hamza. Landet die hoch. Aber weiß auch, ey, schon wieder versucht jemand die Backfist zu landen. Was ist das? Hamza weicht fast jedem Schlag von Hamid aus. Jab. Jab ist schön gelandet. Der hat getroffen. Hook und dann nicht. Ich sag ehrlich, wenn Hamza ein bisschen mehr Arsenal hat, ne, ein paar andere Schläge, mit denen Hamid nicht rechnet, vielleicht so ein Uppercut oder mal zum Körper gehen, dann ist der Kampf schon längst vorbei. Ne, geht einfach nur darum, dass er den einmal mit einer Hook richtig flush trifft, aber wenn er die ganze Zeit die Hook ansetzt, ist die halt sehr, sehr leicht zu lesen. Ein guter Kampf ist jetzt für Hamza! Die Glatze von Benny! Das ist ein offizieller Knockdown. Schreit jemand, was Hamid? Was ist los mit dir, Junge, der kämpft? Kämpft der orthodox? Oi! Trifft ihn wieder! Oi! Also er kommt nicht auf die Kraft klar. Hier trifft er ihn komplett mit dem Jab, ne? Trifft ihn flush. Und das ist das Ding, ist halt Hamid. Er weiß nicht mal, wie er traditionell stehen muss. Versteht ihr? Also er verliert immer sein Standing und steht komplett während der Flush, während Hamza ihn hier trifft, ne, steht er komplett seitlich zu ihm. Ist doch klar, dass wenn du dich versuchst zu drehen und ein Jab landet, dass du das Gleichgewicht verlierst und wieder runterfällst. Ja, der Boden ist rutschig. Das muss man ihm geben. Das muss man auf jeden Fall kommentieren. Das ist safe. Weil das ist schon krass, aber das hat auch viel mit seinem Standing, mit seiner Beinarbeit zu tun. Weswegen er, wenn er von Hamza geschlagen wird, komplett wieder aus dem Gleichgewicht kommt. Bruder. Junge, die haben einfach Handtuch. Haben die Handtuch geworfen, damit die aufgeben, oder haben die Handtuch geworfen, damit die den Boden sauber machen? Einfach mal Boxschuh kaufen, wer ist damit? Wieder eine Barrage von Schlägen. Ja, du merkst doch, er ist aus dem... Es ist ja nicht nur der Boden, du merkst halt einfach aus der Bewegung, ist halt entweder hat Luftprobleme oder hat dein Gleichgewichtssinn ist ein bisschen beschlagen. Wieder die Hoch.
Steh auf, Hamid! Ja, wenn du jetzt aufgibst, ist das so schwach, Digga, sag ich dir ehrlich, wie es ist. Weil dann nutzt du die, dann nutzt du diese Ausrede, dass du ausrutschst, um aus diesem Kampf rauszukommen. Mich kannst du nicht verarschen. Guter Kampf, muss man sagen. Aber Hamid hätte definitiv nicht aufgeben müssen. Das auf jeden Fall. Der Kampf war definitiv noch zu gewinnen. Das macht Sinn. Also dann gab es anscheinend eine Art Eskalation kurz danach mit Omar, dem MMA-Kämpfer. Das ziehen wir uns noch rein. Sportlich finde ich schön. Schön sportlich. Er sagt zu Omar, du bist der Nächste. Was habt ihr dem gegeben? Der ist ja wirklich zum Löwen geworden. Oh! 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 Was war das denn? Was war das denn? Hä? Ein starker Mann, der Hamza, der starker Mann. Ja, Hamid, sag mal bitte leise, Ola. Reicht. Hast verloren. Reicht doch. Bitte, Jung. Okay, komm, ich kann wenigstens drüber lachen. Okay, also Omar versus Hamza wäre auch sehr, sehr interessant, muss ich ehrlicherweise sagen. Nur MMA, glaube ich, hat Hamza keine Chance, bin ich ehrlich. Also MMA sind so Sachen, so Skills mit Jiu-Jitsu, mit Bodenkampf und Wrestling und das ist schon, da brauchst du schon viel Zeit, um da teilweise überhaupt die Basics zu haben. Aber die könnten ja Boxen machen mit MMA-Handschuhen, wäre auch krass. So. Dann, der letzte Clip für heute, und zwar anscheinend eine Art Eskalation zwischen Arafat und Co. in dem Event, nachdem anscheinend Aslantix verloren hat gegen Nino, kam es zu einer Auseinandersetzung. Was genau passiert ist, schauen wir jetzt. Omar und Nino unterhalten sich. Die beste Anfrage, die du bekommen kannst. Sag, was willst du kommen? Lass uns kämpfen, einfach sportlich. Okay. Anscheinend auch Omar versus Nino, okay. Da kommt Arafat direkt dazwischen. Arafat regelt das mit. Du weißt ganz genau, mit was der das regelt. Boah, wer redet da mit dem? Na, ja, der wird direkt zurechtgewiesen. Malek, was ist los mit dir? Ah, Malek! Lass du mal von deinem Sieg Arafat, das ganze Dings ist reingekommen. Die ist so aus wie ein Fax, Junge.
Junge, einfach alles zurückgekommen. Okay, also ich muss sagen, für das Event an sich, dafür, dass die in der Vergangenheit immer diese Problematiken hatten, war dieses Event, haben sie definitiv besseren Job gemacht, keine Großeskalation zu haben oder dass teilweise die Leute sich wirklich auf die Mütze gekloppt haben. Respekt dafür, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung im Gegensatz zu der Vergangenheit. Und an sich war das Event auf jeden Fall unterhaltsam, das muss man so sagen. Und ja, das war's von mir, bis zum nächsten Mal, Peace.